wieder eure Walburga von der schönen Heldin. Und ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Weihnachts-Special Geschenketalkrunde. So, ich habe euch hier mal meine Internetadresse aufgeschrieben, www.schöneheldin.de, und da findet ihr ein paar ganz tolle, ganz individuelle und einzigartige Geschenke, die man halt eben einfach nicht jeden Tag bekommt und die man aber auch nicht jeden Tag verschenkt. Sondern es ist halt eben etwas Besonderes und es soll auch etwas Besonderes sein. Zum einen gibt es auf der Seite www.schöneheldin.de unser Geschenk Nummer 1. Ich schreibe sie euch hier hin. Ihr kennt ja schon, meine Schrift ist nicht besonders gut. Geschenk Nummer 1 ist der Outfit. Check. So, und jetzt fragt ihr euch, achso, ich schreibe euch auch noch den Preis dahinter, der ist 28 Euro. Entschuldigung. Der ist 29 Euro. Ja, und was kannst du mit dem Outfit-Check selbst machen oder beziehungsweise, wenn du ihn verschenkst, was kann der oder die andere denn damit überhaupt machen? Ja, ein Outfit-Check ist das, das könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr auf die Seite geht, ist ein Modul, in dem ihr Bilder hochladen könnt, wo ihr euch was anzieht, was ich euch dann halt eben in Anführungszeichen, sage ich einfach mal, bewerte. Das heißt, ihr habt einen besonderen Event, ihr seid irgendwo zu einem tollen Essen eingeladen, ihr habt ein Vorstellungsgespräch, ihr fahrt irgendwo hin zu einem Meeting, ihr seid eingeladen irgendwo im Hotel, der Chef hat geladen zum Abendessen, wie auch immer. So, und man braucht halt eben dieses Outfit, was nicht overdressed oder nicht und auch nicht underdressed ist, sondern genau das, was richtig ist. So, und genau dafür habe ich auch für euch dieses Modul gemacht. Und ich weiß ja, wir haben ja tausende von Zuschauern, die das natürlich brennend interessiert, wie sowas funktioniert. So, das heißt also, ihr könnt doch das Outfit anziehen, ladet mir dann die Bilder hoch, dann kriegt ihr ein paar Fragen von mir. Ihr schreibt mir natürlich auf, für was das Outfit ist, für welchen Anlass das Outfit ist. Oder ich sage jetzt einfach mal, ist es zum Beispiel für eine Ehrung irgendwo in einem Hotel oder ist es halt eben für ein Meeting, wo der Chef aus dem Ausland kommt und euch halt eben einfach doch kennenlernt. Sie haben ganz vielen internationalen Firmen, so dass ein paar Mal im Jahr der Chef kommt. Na, dann werden natürlich bessere Posten in den Firmen vergeben und man möchte natürlich mit seinem ersten Eindruck auch glänzen und man möchte mit seinem ersten Eindruck auch zeigen, wer man ist ohne Worte. So, und von daher ist es halt eben ganz einfach, dass du dann deinen Outfit-Check hast, indem du mir die Bilder hochschicken kannst und dann kann ich dir sagen, okay, verändere noch das, optimiere noch jenes oder aber im besten Falle natürlich, es ist absolut perfekt. Ja, und das ist also wie gesagt Geschenk Nummer 1, was du bei mir auf der Seite www.schöneheldin.de einkaufen kannst oder halt eben einfach auch verschenken kannst. Und ihr findet auch dort ein kleines Notizfeld, wenn ihr das also als Geschenk haben möchtet, dann schreibt dann bitte rein, das ist das Geschenk für die liebe Christiane oder für die liebe Annette, damit wir euch den Gutschein dann schicken können und das auch dann mit dem Namen ist und dann kriegt ihr den auch eure E-Mail und dann könnt ihr den ganz wunderbar halt eben verschenken. Und es ist natürlich auch wirklich mal was Besonderes. Und jeder von uns hat natürlich irgendwann im Laufe des Jahres mal einen Termin, wo er sagt, was ziehe ich an? Ist das das Richtige? Bin ich jetzt overdressed? Habe ich das richtige Teil an? Stehen mir die Farben überhaupt? Ist das Sakko nicht zu kurz? Ist nicht der Popo zu dick? Sieht man meinen Bauch? Und. Also von daher gibt es so viele Fragen, die man dann hat. Und ich beantworte euch die, das wisst ihr jetzt alle schon, ehrlich und bodenständig. Denn die Meinung, die man oft bekommt von jemand anderem, ist wirklich nur subjektiv. Und ich erkläre euch auch ganz schnell den Vorteil und den Nachteil. Meine Farben, die für mich schön sind, finde ich natürlich auch an anderen schön. Habt ihr also einen dominanten Wintertyp, dem seine Farben ihm ja besonders gut liegen, würde er euch immer diese Farben empfehlen. Hättet ihr aber dann ein schönes Sand oder Beige an, was vielleicht doch zu eurem Typ passt, würde er immer sagen, oh nee, das ist aber überhaupt gar nichts. Na, also von daher ist das wirklich die Meinung anderer Menschen, ist wirklich nur ein subjektives Farbempfinden, was ich selbst habe, aber nicht für denjenigen, der es jetzt braucht. Und von daher ist es immer wichtig und für 29 Euro könnt ihr euch das gleich von eurem Profi holen, nämlich von mir. So, und dann komme ich auch zum Geschenk Nummer 2. Das ist
unser wunderschöner Farmpass. Das ist bei vielen, vielen Frauen, haben wir jetzt festgestellt, ich weiß, dass bei YouTube ganz viele farbberatende Frauen sind, das kriege ich immer wieder auch mit, oder sie schreiben es mir halt eben auch, und da sind die Farbenpässe manchmal so alt und auch die Farben halt eben nicht mehr so aktuell, wie sie eigentlich sein könnten. So, und von daher zeige ich euch einfach mal den Farbenpass zum Beispiel vom Frühlingstyp. Ach, ich muss mich vielleicht so umdrehen, dann ist es besser. Und dann seht ihr hier von den die wunderschönen Farben, die diesen Typ halt eben einfach besonders gut aussehen lassen. Und wenn ihr schlau seid und viele Videos von mir geschaut habt, dann wisst ihr ganz genau, in jedem Farbpass in der heutigen Zeit, warum es so ist, ich habe es noch nicht herausgefunden, ist eine Fehlfarbe drin, die ich euch natürlich selbstverständlich, wenn ihr den Farbpass bei mir bestellt, zum Typ schon gleich entferne. Und bei mir in dem Frühlingstyp ist das, ihr könnt es gleich sehen, wie sollte es anders sein, dieser krasse Farbton. Ihr seht, der passt überhaupt nicht ins Schema, warum er drin ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist zum Beispiel ein Farbtyp, den würde ich für den Frühlingstyp immer entfernen, weil der einfach für den Frühlingstyp zu laut ist und überhaupt auch wenig zu ihm passt. Dann habt ihr beim Farbenpass ganz viele kleine Ideen drauf. Dann habt ihr ganz viel, wo ich euch immer was draufgeschrieben habe, ne? Das Erscheinungsbild des Frühlingstyp, die Wirkung und die Wahrnehmung des Frühlingstyp, dann die Frühlingsfarben nochmal erklärt. Und ihr seht, hier sind da so ganz viele Seiten. So, da habt ihr nochmal die Basisfarben, habe ich euch nochmal erklärt, weil jeder Farbtyp hat ja Basisfarben und Farbtupfer. Basisfarbe, wie ihr jetzt zum Beispiel seht, könnte sein beim Frühlingstyp ein schönes Wollweiß. So, und dazu habe ich jetzt einen Farbtupfer gewählt, nämlich das Türkis. So, und das findet ihr auch da drin. Dann haben wir noch Akzentfarben. So, und dann haben wir noch typgerechte Farben und Accessoires. Dann haben wir noch eine Seite. Und da findet ihr ganz viele Tipps und Ideen und hinten auch nochmal. Das heißt also wirklich ein Farbenpass. Ne, hinten sind keine drin, sind alle vorne jetzt. Ein Farbenpass, der sich wirklich auch lohnt. Ihr habt auf der einen Seite ganz glänzende Farben und auf der anderen Seite sind sie matt und in Stoffoptik. Und ihr könnt sie auch ganz schön auf eure Sachen legen. Ich nehme jetzt einfach mal meine zwei Farben raus, die ich heute trage. Und sage, okay, hier könnt ihr sehr schön sehen. Na, meine Jacke ist wohl weiß und mein T-Shirt ist, mein Tuch und mein Poloshirt ist in den Farben meiner Farbkarte. Ich könnte jetzt auch noch diesen schönen Sandton dazu nehmen. So, der ist ja auch ganz wunderbar bei mir im Farbtyp drin, wenn ich sage, ich nehme mir den hier noch raus. Da ist er jetzt ein bisschen nach unten versteckt. Und ihr seht, da haben wir nochmal die Farben. Und dann kann man wunderbar sehen, dass die Farben harmonisch auch zusammenpassen. Und so ein Farbenpass ist einfach das Beste, was ihr haben könnt, wenn ihr unterwegs seid. Ihr könnt dann immer euren Farbenpass nehmen, legt den auf das Teil. Ich lege ihn jetzt einfach mal so hier drauf. Und dann wisst ihr genau, aha, passt oder passt nicht. Man muss ein bisschen damit umgehen können. Na, wir können das jetzt hier hinlegen, dann würdet ihr sagen, ja, da haben wir so eine Harmonie, ne, zwischen dem Türkis und zwischen dem Wollweiß. Und bei den Türkistönen ist es sowieso so, eine Farbe alleine ergibt 15 Millionen Farbnuancen. Also etwas großzügiger sein, wenn die Farbe, wie hier zum Beispiel, ne, etwas matter ist, etwas mehr in Seidenoptik ist, die Seide, die eine glänzt, die andere glänzt weniger, könnt ihr ein bisschen großzügig sein, weil die Farben sehr, sehr, sehr vielfältig sind. Und ich habe dann nochmal alternativ den Winterfarbenpass, um euch zu zeigen. Ne, der ja wirklich die kräftigsten Farben hat, das kräftige Lila, kräftiges Pink, kräftiges Rosé. Dann hat der Wintertyp natürlich auch Schwarz und wie ihr seht hier hinten Silber und Anthrazit. Also richtig kräftige, dominante Farben, die mich in meinem zarten Hauttyp sowieso völlig würden überfordern. So, und den Farbtyp könnt ihr bei uns auf der Seite kaufen für den Farbenpass. Für, ich muss mal gerade meine Regie fragen, für 49 Euro. So, damit ihr auch mal immer wisst, aha, was verschenke ich. So, dann wirft sich noch die Frage auf, wem würdest du den Farbenpass denn überhaupt schenken wollen? Wer kann denn sowas überhaupt gebrauchen? Das kann natürlich nur diejenige gebrauchen, die auf Farb- und Stil beraten ist oder zumindest farbberaten ist.
So, der Farbenpass ist natürlich für die Frau, die halt eben einfach den Farbenpass gar nicht mehr hat, die ihn im Laufe der Zeit verloren hat oder die einfach sagt, ich bin schon 20, ich glaube ja viele Frauen, die sind 10, 20, 30 Jahre schon Farb- und Stilberaten, haben aber auch keinen schönen Farbenpass mehr, die Farben sind auch nicht mehr so wirklich schön, haben ihn irgendwann in irgendeinem Laden liegen gelassen und für die ist natürlich das Geschenk, weil es wirklich sehr, sehr schön ist und ich habe bei vielen, vielen Herstellern nachgeschaut, wo ein schöner Farbenpass ist, wo halt eben die Kundin auch richtig viel mit anfangen kann, wenn sie damit unterwegs ist oder online halt eben auch etwas bestellt. Also wie gesagt, der Farbenpass ist wirklich top. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen und den findet ihr auch auf meiner Seite www.schöneheldin.de unter Farbpass im Shop. Und dann haben wir Nummer 3 und wenn ihr für Weihnachten etwas bestellt wie den Farbenpass, den der ja physisch ist und den wir euch schicken, ne, müssen wir im Moment so 2-3 Werktage auch einkalkulieren, damit er natürlich dann Weihnachten auch bei dem Beschenkten ist. Ihr könnt den Gutschein, ihr könnt den Farbenpass kaufen und quasi schon an die Adresse schicken lassen. Ne, in dem kleinen Feld unten bei den Notizen könnt ihr schreiben, bitte schickt den Farbenpass an. Maria Theresia, hast du nicht gesehen? Ja, in Berlin oder sonst wo. Und Geschenk Nummer 3. Ist das beliebteste für dieses Jahr überhaupt, ist unser Kleiderschrank Workshop. So ein langes Wort. Kleiderschrank Workshop. So, der ist besonders beliebt. So, und der ist auch jetzt im Augenblick dauerhaft verfügbar auf unserer Seite. So, und was ist der Kleiderschrank-Workshop? Der Kleiderschrank-Workshop ist für all die Frauen geeignet, die sagen, mein Schrank ist voll und ich habe nichts anzuziehen. Die nicht wissen, wie ich was sortiere, die nicht wissen, wie was zusammengehört, die keine Outfits zusammenhängen können. Und es sind muss ich mal in der Regie nachfragen, wie viele Module? Also es sind insgesamt 20 Videos, die du dort zu sehen bekommst, die du nach und nach abarbeiten kannst. Früher bin ich hingegangen, wenn ich Kleiderschränke mit Kundinnen gemacht habe, ja, dann bin ich da hingefahren, wir haben alles aufs Bett geschüttet und es war eine Riesentortur, mega anstrengend für die Kundin. Na, und heute gehen wir hin, machen wir das online. Wir sind immer miteinander verbunden, in der Zeit auch per WhatsApp, sodass ihr mir Fragen stellen könnt, das ein oder andere Teil anziehen könnt. Also ein ganz, ganz toller Workshop für alle die, geeignet auch, die einfach sagen, ja, ich brauche einfach mal eine Struktur, ich brauche einfach mal Ordnung in dem Kleiderschrank und ich brauche vor allen Dingen einfach morgens ganz unkompliziert meine Outfits. So, und welche Frau träumt nicht davon, zu sagen, ich mache morgens meinen Kleiderschrank auf, denn Business fängt nicht im Büro an. Business fängt an, wenn du am Morgen deinen Kleiderschrank öffnest und sagst, was ziehe ich heute an? Und da ist es natürlich ein absoluter Traum und ich habe jetzt inzwischen auch einige Kleiderschränke von innen gesehen, nachdem sie den Workshop bei mir gebucht haben und ganz tolle Kommentare von meinen Kundinnen bekommen. Also jetzt machen sie ihren Schrank auf und sagen, prima, da sind meine Outfits, da ist das alles, was dazu passt und das kann ich anziehen miteinander und das finde ich einfach wunderschön, wenn die Kunden mir das schreiben, dass sie sagen, endlich habe ich jetzt mal Ordnung und zu meinem Typ halt eben das Richtige zum Anziehen. In den Videos vorher habt ihr ja schon gesehen, welcher Figurentyp ihr seid. Oder ihr könnt es immer noch anschauen im Nachhinein. Na, und da seht ihr, aha, ich bin jetzt der Figurentyp mit viel Oberweite und einem ganz dünnen Beinen. Na, und was der am besten trägt. Und da könnt ihr auch schon sagen, ich ziehe das Teil im Kleiderschrank mal an. Guck mich am Spiegel und sehe dann, okay, ist nicht so das Richtige, dann kann ich das auch getrost wegtun. Ne? Und dafür ist der Kleiderschrank-Workshop halt eben einfach das Ideale. Es ist von A, B, C alles, was du brauchst für deinen Kleiderschrank. So, wie kannst du den verschenken? Weil viele sagen ja auch, okay, ich brauche das individuelle schöne Weihnachtsgeschenk. Oder der Partner sagt, naja, wenn ich so den Kleiderschrank meiner Frau oder Freundin gucke, na, dann wäre das doch mal was für sie, um das halt eben vielleicht auch gemeinsam zu machen. Das gilt natürlich für Männer genauso wie für Frauen. Und den könnt ihr natürlich auch auf meiner Seite www.schöneheldin.de kaufen. Ihr könnt ihn auch dort verschenken. So, und da wirft sich natürlich die Frage auf, wie kannst du denn diesen wunderbaren Kleiderschrank-Workshop verschenken? Ja, das ist ganz einfach. Du hast auch da auf meiner Seite www.schöneheldin.de wieder ein Notizfeld und in dieses Notizfeld schreibst du den Namen rein, für den das Geschenk ist
und natürlich dann dessen E-Mail-Adresse, damit wir dem auch den Zugang schicken können. Oder wenn es für dich selber ist, klar hast du deine E-Mail-Adresse und du kannst es dir selber schenken, weil viele Frauen, die alleine sind, die Single sind, möchten sich gerne was Hübsches zu Weihnachten schenken. Und da ist das auch einfach mal eine geniale Idee, da sie einfach auch beschäftigt sind für die nächsten paar Tage und sich auch freuen, wenn sie anschließend die Kleiderschranktüre aufmachen. So, dann haben wir noch den Preis vom Kleiderschrank-Workshop. Der ist 199 Euro. Ja, und wie schon meine Teilnehmerin natürlich weiß, ist der Kleiderschrank-Workshop wirklich jeden einzelnen Euro wert. Macht euch überhaupt gar keine Gedanken darüber, was ihr alles dafür bekommt, ist so gigantisch, ja, dass ihr hinterher sagt, okay, da hätte ich doch locker 500 Euro für bezahlt oder auch mehr. Ja, das sind jetzt unsere drei Geschenke gewesen und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und es gibt ganz viele Neuigkeiten, die wir euch natürlich in der nächsten oder übernächsten Woche erzählen. Aber jetzt zunächst mal wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restzeit für den Advent und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle und da geht es um das Thema Leo. Und ich wünsche euch was, eure Walburga. Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk Samstagmorgen.